also dieses Sihnanoak ist das Land der ewigen Jugend. Das ist sozusagen so eine Art Himmel für die Iren oder für die Gälen. So. Das nächste Lied, was wir spielen, das kennen manche vielleicht aus dem Fußballstadion. Das heißt Fields of Athen Rye. Das wurde in den 70er Jahren geschrieben von einem, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, relativ unbekannten irischen Songwriter. Und es handelt davon, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat es in Irland eine riesengroße Hungersnot gegeben, weil die gesamte Kartoffelernte verfault ist und die damalige britische Besatzung doch sehr strikt immer noch mit den Iren umgegangen ist und eben auch schon für kleinste Vergehen, eben auch Diebstahl aus Hunger und so weiter und so fort, die Leute sofort auf ein großes Schiff verfrachtet haben und nach Australien deportiert wurden, die Menschen, zu Botany Bay. Fields of Athen Rye. Round the fields of Athen Rye.